Jetzt können wir die Bediener halt einsetzen. Den Einbau haben wir erfolgreich schon durchgeführt. Jetzt starten wir den Motor und aktivieren das IO-Pedal zum ersten Mal. Verbindung ist hergestellt, Fahrprogramm wird angezeigt, Einbau erfolgreich. Wie eingangs schon erwähnt, haben wir vier verschiedene Fahrprogramme. Das rote Programm auf Position 3 ist das Sportprogramm, auf Position 4 ist das Extreme-Programm. Weiße Leuchte bedeutet, das System ist ausgeschaltet, das Fahrzeug ist im Serienzustand. Blaues Programm Traffic Mode, grünes Programm Eco Mode. Jedes der Fahrprogramme hat nochmal ein Untermenü. Durch Klicken der Mode-Taste erreicht ihr das. Hier könnt ihr das ausgewählte Programm, in dem Fall Sportprogramm, nochmal in 5 weitere Stufen abstimmen. Welches am Ende das ideale Programm für euer Fahrzeug ist, das müsst ihr selbst ausprobieren. Während der Fahrt könnt ihr beliebig wechseln in die anderen Programme, Extreme. Auch dort habt ihr jedes Mal die Möglichkeit, die Feinabstimmung durchzuführen, um am Ende das ideale Programm oder die ideale Einstellung für euch zu finden. Jedes Auto reagiert anders darauf, ist natürlich immer abhängig von der Serienleistung, aber durch die vielen Einstellmöglichkeiten habt ihr die Möglichkeit, da euer ideales Fahrprogramm auszuwählen. So, kommen wir jetzt zu der Sicherheitsfunktion. Wir aktivieren als erstes den Develop Mode, Taste gedrückt halten, bis LED links daneben blau aufleuchtet und ihr kommt in das Menü für den Develop Mode. Ihr habt hier die Möglichkeit, die Gaspedalfunktionalität prozentual einzuschränken. Welches am Ende die ideale Position ist, das müsst ihr dann auch wieder letztendlich selbst entscheiden. Zum Deaktivieren halten wir den Knopf wieder gedrückt, bis die LED blau aufleuchtet und wir sind wieder zurück in unserem Fahrprogramm. Ein weiteres Sicherheitsfeature ist der Secure Mode. Den aktiviert ihr über die linke Taste gedrückt halten, bis blaue LED leuchtet und die rote LED signalisiert euch, der Modus ist aktiv. Was bedeutet der Secure Mode? Er bedeutet, dass euer Gaspedal ab dem nächsten Motorstart deaktiviert ist. Habt ihr ihn also deaktiviert, ihr verlasst das Fahrzeug, nehmt idealerweise die Bedieneinheit mit, kommt ihr wieder zurück und möchtet weiterfahren, müsst ihr die Bedieneinheit einmal aktivieren, das Fahrzeug soll wieder wie gewohnt funktionieren. So, das waren die Funktionen im Überblick. Für mehr Details nimmst du dir bitte die Karte, die in deinem Paket dabei liegt, scannst den QR-Code und kannst all diese Sachen nochmal im Detail in unserer Bedienungsanleitung nachschlagen.